Okay, ich musste kurz nochmal nachschlagen, nämlich das eine Argument ist natürlich, teilweise haben britische Autoren über den amererikanischen Markt mehr verdient als zu Hause und gleichzeitig können wir eben beobachten, dass bestimmte Bestseller, zum Beispiel Charles Dickens' A Christmas Carol, in den USA für 6 Cent verkauft wurden, während sie in England umgerechnet 2,50 Dollar kosteten. Und das ist natürlich ein genau anderes Argument, nämlich dass der Markt in den USA für Bücher ein kompetitiver war, zumindest für britische damals. Und diese 6 Cent für das Buch eben viel eher einen Wettbewerbspreis darstellen als die 2,50 Dollar in England. Und aus gesellschaftlicher Sicht können wir nun argumentieren, wenn wir jetzt sagen, das Buch A Christmas Carol ist ein etwas, was gut für die Gesellschaft ist, möglichst viele Leute sollten es lesen, dann ist die Wohlfahrtswirkung, ist es aus Wohlfahrtssicht natürlich viel besser, der Preis ist ganz niedrig und so viele Leute wie möglich können es lesen, ne? Wenn es aber stattdessen ein Vielfaches teurer wäre, 2,50 Dollar, würden es viel weniger Leute sich kaufen können und es gäbe eine viel geringere kulturelle Verbreitung von diesem Informationsgut. Okay. So, und allgemein können wir auf dem Markt für Bücher eben feststellen, dass die Nachfrage nach Büchern, besonders nach guten Büchern oder von mir aus beliebten, bekannten Büchern, ungeduldig ist. Ne? Also, ich hatte letztes Mal in der Übungssitzung Harry Potter angesprochen. Das ist so ein Beispiel aus der modernen Zeit, ne? Wo Leute sehr ungeduldig waren nach dem jeweils neuen Werk. Und weil wir diese Ungeduld haben in der Nachfrage, hatte der Verlag, der als erster das englische Manuskript kaufte, einen Anreiz, das Werk flächendeckend und möglichst günstig zu verkaufen, um gegenüber nachfolgenden Mitbewerbern wettbewerbsfähig zu sein. Ne? Denn nicht vergessen, in den USA gab es ja kein Copyright auf englische Manuskripte, das heißt, theoretisch konnte jeder Mitbewerber dann, wenn er etwas auf dem Markt sah, es auch versuchen zu kopieren. Und diese Tatsache, dass es für englische Bücher kein Copyright gab, sehen Boyle und Levine einen wichtigen Grund dafür, dass das amerikanische das Verlagswesen so stark wachsen konnte, wie wir es beobachtet haben, was wiederum natürlich mit positiven Externalitäten für die Gesellschaft verbunden war. Ne? Denn nur durch so ein stark gewachsenes Verlagswesen können natürlich auch genug Bücher flächendeckend gedruckt werden, sodass die Massen quasi versorgt sind. Ja, denn auch die Größe der Produktionskapazitäten hat ja auch einen Einfluss darauf, ne, wie günstig wir produzieren können, kopieren können. So, dass dann aber in den USA später auch ausländische Copyright-Anerkennung eingeführt wurde, kann man wiederum als erfolgreiche Lobbyarbeit heimischer Autoren interpretieren, die weniger Wettbewerbsdruck aus England haben wollten. Ja, denn ja, ursprünglich würde man ja sagen, das ist denen egal, aber dadurch, dass englische Werke so beliebt waren in den USA, haben dann heimische Autoren quasi Lobbyarbeit dagegen durchgeführt. So, ein Beispiel aus der Neuzeit sind schriftliche Werke der US-Regierung. Und auf diese gibt es tatsächlich de facto und auch de jure kein Copyright. Nehmen wir als Beispiel den sogenannten 9-11 Commission Report, also den Bericht der US-Regierung aus den Ermittlungen zum 11. September. Dieser Report wurde am 22. Juli 2004 frei verfügbar online gestellt. Und was man jetzt beobachten konnte, ist, zeitgleich zu dieser Online-Publikation wurde eine Printversion des Reports vom Verlagshaus WW Norton veröffentlicht. Und okay,
Da können wir schon mal eine Sache festhalten. Wenn das Verlagshaus Norton das gemacht hat, das rauszubringen, dann heißt das ja, sie haben sich in irgendeiner Form Gewinne davon versprochen. Interessanterweise musste das Verlagshaus Norton überdurchschnittliche Kosten beim Druck dieses Buches hinnehmen, denn sie haben den Report erst in letzter Minute von der US-Regierung erhalten, natürlich. Wobei sie die Zusatzkosten für das eilige Drucken und Binden aber selber tragen mussten. Weiterhin hatte die US-Regierung mit dem Verlagshaus ausgehandelt, dass das 580-Seiten-Werk für nicht mehr als $10 verkauft werden sollte. So, und von dem, was wir jetzt gehört haben von der Story, klingt es ja so, als wäre das Verlagshaus Norton einen relativ schlechten Deal eingegangen, besonders wenn man bedenkt, dass sie in einem Deal dass sie in diesem Deal hier nicht mal das exklusive Copyright erhielten, sondern lediglich das Recht, als Erster zu drucken und den Druck autorisiert zu betiteln. Also das ist quasi das, was sie sich erkauft haben an Rechten. Ne? Denken Sie zurück, Ökonomik der Eigentumsrechte, hier geht es ja immer darum, welches Bündel von Gütern kann man erwerben. Und hier konnte man eben nicht das exklusive Copyright erhalten, sondern nur, Norton hat nur das Recht gehabt, als Erster zu drucken. Und auf den Druck eben drauf zu schreiben, dass es von der US-Regierung autorisiert ist. So, was ist passiert? Der von Norton verkaufte Report wurde sofort ein Bestseller. Und aber die Abwesenheit, dadurch, dass wir hier kein Copyright, kein Downstream Licensing haben, konnte man beobachten, dass der Markt für diesen Report nach dem 22. Juli ziemlich schnell ein Wettbewerbsmarkt wurde. 2 Wochen später nämlich kam der Report, der gleiche Report, dann auch beim Verlag St. Martins raus. In einer anderen Version, nämlich mit zusätzlichen Zeitungsartikeln und Analysen. Auch diese Version wurde ein Bestseller. Woran wir eben sehen können, dass es eben ein großer Markt war, aber trotzdem ein Wettbewerbsmarkt, ne, weil so schnell Wettbewerb entstanden ist. Gleichzeitig wurde der Report in dieser Zeit ca. 7 Millionen Mal aus dem Internet runtergeladen von der US-Regierungsseite, sodass man ohne Zweifel sagen kann, dass insgesamt ein starker Wettbewerb auf diesem Markt herrschte. Boulder und Levine schätzen, dass W.W. Norton mindestens $1 Million an Verkaufserlösen für den Report hat einnehmen können. Natürlich muss man hierbei berücksichtigen, dass es nicht das gleiche ist, ob man ein fast 600-seitiges Werk selber ausdruckt und liest oder es in einer gebundenen Form kauft. Aber Fakt ist, jeder Konsument hatte schon die Wahl, eine kostenlose elektronische Version davon zu besorgen. Und obwohl es kein Copyright gab, hat W.W. Norton anscheinend Geld mit dem Verkauf dieses Reports gemacht. Okay. Eine weitere schöne Fallstudie. ist der Zusammenhang zwischen Nachrichten und dem Internet. Hier würde das klassische Argument lauten, naja, einen Reporter in den Irak zum Beispiel zu schicken, ist mit enormen Kosten verbunden. Das Kopieren dieser Berichterstattung über das Internet ist sehr, sehr günstig. Also brauchen wir Monopolrechte auf die Nachrichten, um genug Anreize zu bieten für die Nachrichtenfirma, Nachrichtenfirma, ja, um genug Anreize für die Nachrichtenfirma zu bieten, Reporter in den Irak zu schicken. Im Gegensatz zur Musikindustrie hat die Nachrichtenindustrie die Verbreitung über das Internet aber größtenteils willkommen geheißen. Nämlich schon vor der Massenverbreitung durch das Internet war nämlich die Nachrichtenindustrie eine sehr kompetitive, eine sehr durch Wettbewerb geprägte. Der Reporter, der als Erster am Ort eines dramatischen Unfalls oder irgendeines Geschehnisses ist, hat nicht das exklusive Recht auf diese Nachricht und kann auch nicht verhindern, dass andere darüber berichten.
der Grund, warum es hier kein Copyright, keine Anwendung von Copyright geben kann, ist, dass man mit Copyright nur spezifische Worte schützen kann, allerdings nicht die in der Nachricht verkörperte Neuigkeit. Okay? Trotzdem gilt natürlich, dass Monopolrenten potenziell viel höher sind, viel höher sein können als Wettbewerbsrenten. Sodass einige Firmen versucht haben, gerade seit der Massenverbreitung des Internets Schutz vor Wettbewerb im Urheberrecht zu suchen. Ne? Denken Sie zum Beispiel an die New York Times. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber da gab es ja lange Diskussionen darüber, ne? Dass, oder war es New York Times? Ich weiß nicht, irgendeine der großen amerikanischen Zeitungen hat den kostenlosen Anteil eben drastisch zurückgeschraubt und fast alles hinter eine Paywall gesteckt. Ja? Und wenn es klappt und die Leute immer noch Nachrichten kaufen, hat die Firma natürlich, hat der Verlag natürlich höhere Gewinne, ganz klar, als wenn ein Wettbewerb wäre und jeder kostenlos die Nachrichten im Internet abrufen kann. Ne? Dann gibt es nur noch indirekte Einkünfte. So, und im Länderquerschnitt ergibt sich für die Autoren der Eindruck, dass in Ländern, in denen der Nachrichtenmarkt eher wenig kompetitiv und eher ineffizient ist, dass dort Nachrichtenfirmen viel eher gesetzlichen Schutz vor Wettbewerbern suchen. Ist klar, weil sie selber nicht so stark und innovativ sind, brauchen sie irgendeinen anderen Schutz, um überleben zu können. Und wie ein Nachrichtenmarkt aussehen kann, in dem es wirklich absolut kein Copyright gibt, kann man am Markt für Finanzmarktnachrichten sehen. Hier haben wir nämlich eine ganz klare Preisdiskriminierung. Die Konsumenten mit der höchsten Ungeduld haben die höchste Zahlungsbereitschaft und erhalten dafür die für sie relevanten Finanzmarktnachrichten in quasi Echtzeit von Bloomberg, Moody's oder Reuters. Und diese Nachrichten sickern dann nach und nach weiter zu öffentlich zugänglichen Webseiten, Fernsehnachrichten, Zeitungen und so weiter. Will heißen, es gibt kein Downstream-Licensing. Ne? Also die ursprünglichen Produzenten oder Produzenten dieser Nachrichten, also Bloomberg, Moody's oder Reuters, die können nicht extra Geld dafür, also die können nicht kontrollieren, dass ihre Kunden die Nachrichten weitergeben. Okay? Aber was sie kontrollieren können, ist, wem sie als erstes die Nachrichten geben und da für welchen Preis. Aber sie können nicht Geld daraus ziehen, dass diese Nachrichten dann weiter sickern, ne, in den Markt. Trotzdem gibt es anscheinend genug Anreize für Finanzmarktjournalisten, diese Nachrichten zu sammeln, zusammenzuschreiben und zu verteilen. Ne, denn sonst hätten wir keine Finanzmarktnachrichten. Also ein ganz wichtiges Beispiel. Finanzmarktnachrichten. Wo es kein Downstream-Licensing gibt, aber es gibt ganz klar eine Gruppe von Konsumenten, die eine höhere Bereitschaft haben, eine höhere Ungeduld für diese Nachrichten und deswegen auch bereit sind, was dafür zu zahlen, obwohl sie ja theoretisch einfach ein, zwei Tage warten können, bis die Nachrichten frei verfügbar online sind. Ein Beispiel in Bezug auf die Verbreitung von Tageszeitungen. Und zwar wurde 1833 die New Yorker Tageszeitung Sun von Benjamin Day gestartet. Und der Verkaufspreis war 1 Penny statt der bei der Konkurrenz üblichen 5 bis 6 Cent. Benjamin Day konnte so einen sehr niedrigen Preis verlangen, weil er zwei Innovationen einführte. Erstens, Finanzierung hauptsächlich über Werbeeinnahmen statt hauptsächlich über Abos. Ja, also die Zeitungen, die es bis dahin gab, die erfolgreichen, die finanzierten sich hauptsächlich über Abos, über die Abogebühren. Während Benjamin Day verstärkt auf Werbungen setzte, also er hatte einen viel höheren Anteil an Werbung in seiner Zeitung, hatte dadurch aber insgesamt viel mehr Einnahmen. Zweitens,
führte er als Innovation ein, den Verkauf der Zeitung an der Straßenecke. An Straßenecken durch eine Horde von sogenannten Newsboys. Ne? Also Benjamin Day hat das quasi erfunden. Und heutzutage würde man solche Geschäftsstrategien, wenn sie neu sind, patentieren. Damals war das noch nicht möglich, was dazu führte, dass sich diese Innovationen in Windeseile im ganzen Land verbreiteten. Und obwohl das so schnell von der Konkurrenz übernommen wurde und daraus ein starker Wettbewerb entstand, trotzdem konnte sich die Sun als eine der größten Tageszeitungen in den USA etablieren. Woran wir eben sehen können, diese Innovation von Benjamin Day, die war mit trotz, obwohl er sie nicht schützen konnte, hat er genug Profit daraus ziehen können, langfristig, dass er trotzdem sehr erfolgreich auf dem Markt sein und bleiben und bleiben konnte. Und wenn wir uns dann das überlegen, die zwei Innovationen von Day waren ja mit Kosten verbunden, und zwar hauptsächlich in Bezug auf die Umsetzung. Schließlich musste er quasi die gesamte Absatzkette neu erfinden und eben das Verkaufspersonal auch schulen in einer Tätigkeit, die es vorher noch nicht gegeben hatte. Und dadurch, dass die Kosten dieser Innovation hauptsächlich in der Umsetzung lagen, dadurch war die Imitation von Days Strategien zwar auf den ersten Blick einfach, jeder konnte sehen, okay, das ist seine Strategie, das macht er so. Im Prinzip war aber die Imitation dieser Strategien fast genauso teuer wie für die ursprüngliche Innovation von Day. Okay? Warum sagen wir das? Naja, ein Argument ist ja häufig, das Kopieren, die Imitation von Innovationen ist so günstig, dass es sich für den ursprünglichen Innovator nicht lohnt. Ne? Und hier sehen wir eben, dass es sich doch lohnen kann. Dass die Imitation mitunter eben doch nicht so einfach ist, wie man meint. Das Argument können wir aber eigentlich auf fast alles erweitern. Ne? Also egal, was Sie beobachten in der Businesswelt, wenn irgendjemand was Innovatives auf den Markt bringt und damit erfolgreich ist, dann heißt das noch lange nicht, dass jedermann das kostenlos imitieren kann und genauso erfolgreich damit sein kann. Ne? Das haben wir letzte Woche besprochen. Ne? Also, erstens dauert es Zeit, das zu imitieren, dieses ursprüngliche Gut zu kopieren. Und zwar je besser, je komplexer es ist, umso länger dauert es. Zweitens hat natürlich der ursprüngliche Produzent immer noch einen Know-how-Vorteil, ne? Weil er viel Zeit da reingesteckt hat. Das heißt, er kann quasi eine Prämie verlangen für Beratungsdienstleistungen. Okay? Genau, das sind alles Argumente dafür, dass die Imitation von Innovationen gar nicht so leicht ist, auf jeden Fall nicht mit null Kosten von null verbunden ist und dass das Argument meistens nicht greift. Okay, kurze Pause.